Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Ich habe die Aufgabe verpasst, wie es scheint. Ah, und wir haben Elliots Geburtstag verpasst. Ach, unwichtig. Okay, jetzt bei diesem Dampfding sieht es auch nicht so aus, als wenn da noch irgendwas wäre mit Entschluss. Wo gibt's was mit einem Schloss, wo man den Knochenschlüssel verwenden könnte? Das kann doch eigentlich nur in der Mine sein. In der Mine, in den Dungeon, irgendwas. So in der Art. Mhm. Eigentlich müssen die doch die von der Abenteuergilde mir was darüber erzählen können, aber mag sie nicht. Haben wir jetzt eigentlich noch die Aufgabe mit den Lachs finden, oder? Ne, die ist weg. Ah, okay. Okay. Gibt es vielleicht auf dem Friedhof was, was man damit machen kann? Knochenschlüssel, Knochen, Friedhof, vielleicht? Denke ich gerade zu viel nach? Aber ja. Irgendwo muss man das Ding doch verwenden können. Man kann auf jeden Fall bei einem Grabstein was aktivieren und bei zweien was nachschauen. Es ist alt und verblasst, unsere geliebte Mona. Und du übersetzt das Zwergisch. Es steht zwischen den Säulen 3. Mit Geschenken wertvoll wird der Himmel selbst ein Regenbogen geschmiedet, nicht auf Land, aber der See. Deine Galaxien werden auf dich hören. Okay. Also irgendwelchen, gut gesagt, Scheiß. Irgendwas, um irgendein Event zu triggern, würde ich einfach so grob behaupten. Ja. Gibt's ein Museum, irgendeine komische Tür? Hey, danke dir. Und mag sie das überhaupt nicht? Doch, Aubergine mag sie. Wer? Marnie. Ach so. Die man besetzen muss, damit man in ihr Schlafzimmer kommt, um Levis Unterhosen zu. Verworrene Geschichte. Ja. Ist das ein Geschenk? Oh. Also, sie mag das nicht so, oder wie? Also, die kleine Jazz. Ungeliebtes Geschenk. Ich will irgendwas sagen. Ich mag keine Auberginen. Okay. Schippe da, Feu und so weiter und so. Und was? Hä? Hier kann man Sternenfrucht kaufen, Kaktusfrucht, Rotkohl, Winterwurzel, Preiselbeersaat, rote Beete, Das im Herbst. Rote Beete kostet 400 Tulpen, Mayonnaise. Kultiger Stuhl, Kaffeebohnen, Heiratsring, Rezept. Moment.
Nee, Winterwurzel haben wir schon. Bornmalzeig, das Frucht, Rotkohl. 1000. Die Farbe kann von der. Ich habe gerade eine dumme Vermutung. Wenn du in der Höhle keine Energie mehr oder halt verreckst sozusagen, keine Gesundheit mehr hast, dann kommt Linus, egal auf welche Stufe, runter, um dich zu holen. Vielleicht weiß der, was mit diesem Knochenschlüssel auf sich hat. Ich glaube nicht. Ich kann hier rote Beete kaufen, also Samen soll ich kaufen. Die kosten aber 400. Die Frage ist nur... Sind es dann solche Sachen, was man wieder pflanzen kann oder so? Keine Ahnung. Ah, okay, Linus hat nichts zu sagen. Soll ich einfach mal kaufen und schauen, was sind. Mach. Kaufe 8 davon, dann haben wir überall gepflanzt. Ja, das wird so teuer. Oh, man kann nur eins kaufen. Oh. Okay. Ah. Okay, verstehe. Dann ist es viel zu teuer. Ich dachte, man für 5 Rotkohl zahlt man 1000. Aber nein. Nein, nein, nein. Und statt pro Rotkohl. Und das ist mir zu teuer. Viel zu teuer. Dann pflanze ich mal das rote Beet an. Hier. Wir einfach durch den Tunnel gehen. Lol. Wenn du bei diesem Bus bist, kannst du einfach so links durch den Tunnel weitergehen. Achso, aber jetzt ist da eine Sperre. Okay, schade. Ich glaube, man kann doch weitergehen. Okay. Wie weit kann man nach rechts gehen? Musst du mal wieder in die Mine gehen und Eisen sammeln. Kann ich ja nichts machen. Oh, nach rechts kommt man gar nicht. Na super. Das. Erstmal hier rein. Okay, das sind wir auch. Links von dem Zauberer gibt es nochmal den Wald, der was bei uns auf der Karte runter noch mit 3 Fragezeichen angezeigt wird. Sand. Boah, Alter, was machst denn du hier? 10.000 Felder hier angelegt. Ja, das soll aber richtig aufklotzen. Ja, ich bin am Arbeiten, Arbeiten. Arbeit, Arbeit. Genau. Aber hier ist doch... Was ist das eigentlich für ein Ding? Ha, hier kann man nichts aktivieren. Oh, ich sehe hier gerade... Ich glaube, ich weiß, wie man zu dem Wald kommt. Aber da brauchen wir eine Axt, die so einen umgefallenen Stamm zerstören kann. Ich habe eine. Das hast du doch schon. Ja, dann könntest du mal mit herkommen am nächsten Tag. Ich zeig's dir. Ja. Wo du hin musst. Vielleicht gibt's ja da irgendwas zum Unlocken mit dem Schlüssel.
Ich weiß gar nicht, von wem haben wir eigentlich die Aufgabe bekommen, dass wir so weit runtergehen sollen. Und der Abenteurergilde. Und diese Leutchen sagen uns nicht, was wir machen sollen mit den Knochenschlüssel. Ja. Diese Unholde. Ja, aber auf unserem Grundstück ist ja eigentlich auch nichts, ne? Was hier irgendwas mit den Schlüssel zu tun haben könnte. Nicht, dass ich wüsste. So, ab ins bin eigentlich noch voll, was die Gesundheit dann belangt. Oder die Energie. Ich tatsächlich auch, aber auch nur, weil ich die ganze Zeit am Suchen bin, was ich mit diesen Schlüsseln machen kann. Also nicht gerade viel. Gut, jetzt ist einmal ein Wetterbericht. Morgen wolkig mit Windböe. Wahrsager gut drauf, glaube ich. Nee, genervt. Und Leben vom Land sagte. Brombeerenzeit, die Büsche des ganzen Landes strotzen nur so von reifen Früchten. Geh einfach nach draußen und sieh selbst. Okay. Oh, ich habe einen Brief. Dieses werden wir tun. So, dann schaue ich mir mal den Brief an. Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gern ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen, Linus? Müssen wir Brombeere? Nee, sein Korb finden. Oh. Ah, Heidelbeeren kann man mehrmals ernten. Gut. Dann werden Heidelbeere auch Preiselbeeren. Auch noch. Ich tue den Mais in eine Kiste rein. Und irgendeine von denen. Und die hier. Wo ist der? Kommst du gleich mit? Ja, und? Jobere hast du es gepackt. Ja, da kommen nur die goldenen rein. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Da fällt mir ein. Wie viel Barren braucht man nochmal, um seine Spitzhacke oder sowas upgraden zu lassen. Fünf. 5. Haben wir noch irgendwo 5 Eisenbahnen? Ne, wir haben kein Eisen mehr, gell? Das hast du ja verbraucht. Okay, jetzt tue ich nämlich Eisen farmen, dass ich meine Spitzhacke upgraden kann auf Gold. In der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Steinchen unten kloppen, dass ich noch mehr von diesen Lavagioden bekomme. Vielleicht kriege ich noch mehr Iridium, wodurch ich vielleicht die auf Iridium upgraden kann. Und dann kann ich nämlich oben in der Mine selbst wahrscheinlich das Ding zerstören. Was es da so gibt, diese eine kleine Blockade. Da gibt es auch noch so einen kleinen Dude, der dahinter hockt. Okay. Ambitionierte Pläne. Sehe ich. Okay, also kommst du mit oder? Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ich arbeite noch an den Felden. Felder. Ja, alles gut. Vor allem der Baum hier ist auch irgendwie besonders. Der ist so groß. Ja. Ja, oder? Genau. Oh. Ich würde die Axt nehmen, nicht die Hacke. Oh.
Jo, schon wieder links. Mahagonisamen. Altmeister Cannoli noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Okay, wahrscheinlich auch was, wo mich abgeben können. Oh, hier gibt es einen kleinen Teich. Okay, vielleicht kannst du hier irgendetwas Spezielles fischen. Wahrscheinlich, ja. Ich schlag mal die Dinge hier raus, vielleicht. Mahagonisamen. Ah, haha. Hier unten gibt's aber sonst nichts Besonderes, wie es ausschaut. Ah, das ist, sind die geheimen Wälder, wo wir gerade drin sind. Okay. So. Okay. Und hier sind ja, da einfach ich halt mal fischen. Ja. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ja. Kann ich diesen Baum überhaupt fällen? Nein. Karpfen. Karpfen-Diem. Ich weiß, der war schlecht. Das ist okay. Oh. Nicht alles muss gut sein. Oh. Das hat einen schönen funkelnden Effekt. Mhm. Der kleine Teich hier. Und der Wald allgemein eigentlich. Schön. Ja. Minus sagt, der hat seinen Kopf verloren. Korb. Muss ihn halt den Korb geben. Ja, aber die Frage ist, wo hat er ihn verloren? Oh, ich habe hier gerade einen... Ah. Okay, ich habe gerade etwas, also Geschenk rausgezogen und da ist jetzt ein Möbelstück rausgekommen, ein Wandpflanzenkorb. Okay. Ja, interessant, was man hier so angeln kann. Ja, das ist interessant. Ich muss dann gleich mal den Karpfen verkaufen, weil ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen teurer sind. Aber du musst da einiges machen, um hier erstmal herzukommen. Wieder ein random Geschenk. Und das ist wieder ein Wandpflanzenkorb. Okay. Was immer, wo die überall hinstellen kann. Oh, vielleicht mögen die Leute ja einen Wandpflanzenkorb. Mhm. Kannst ja mal probieren, das zu verschenken. Ja, oh, das ist ein anderer Fisch. Der hat ein anderes Bewegungsmuster. Waldspringer. Interessant. Wie gerade am Überlegen.
Also diese Karpfen sind wirklich sehr einfach zu fangen hier. Mal sehen, ob es hier auch ein paar Nachtfische gibt. Oder ob es hier wirklich nur diese Karpfen und diese Waldspringer gibt. Ja. Oh. Der Sound hat sich zumindest schon mal komplett verändert. Was ein Mitternachtskarpfen? Und Karpfen. Frage mich, wo Linus sein Kopf verloren hat. Könnte halt tatsächlich überall sein, ne? Ja. Also hier in diesem geheimen Wald ist er definitiv nicht. Das habe ich mir gedacht. Würde mich auch wundern, wenn er hier irgendwie reinkommen würde. Okay, also jetzt in der Nacht tue ich tatsächlich nur Müll angeln, aber ich habe auch keine Köder mehr. So ein Mitternachtskarpfen irgendwo. Ich schaue bei dir in der Kiste vorbei. Waldspringer. Okay, also schon mal gibt es ja danach keinen besonderen Fisch. Oh, ich brauche Köder dafür. Ja. So, einen Fisch tue ich dann noch fischen und dann komme ich langsam wieder zurück. Beziehungsweise nee, ich tue dann nochmal beim See probieren, ob es da irgendwas Spezielles gibt im Herbst. Ja, mach das. Und wieder normal Karpfen. So, ich habe einmal Iridiumkarpfen, fünfmal Goldkarpfen, einmal normal, zweimal goldene Waldspringer und zweimal silberne Waldspringer. Und ein bisschen Müll. Natürlich die zwei schönen Möbel nicht vergessen. Bundle complete. Oh. Oh, Krabbenhäusen. Sehr gut. Damit können wir Krabben fangen. Käse, Granatapfel, Kirsche, Apfel. Kürbis und Süßkartoffel. Okay. Gut, dann muss ich jetzt nach Hause. Ja, es ist langsam spät. Und Mitternachtskarpfen. Na gut. Den hast du doch vorhin gebraucht, oder? Gut. Hab ihn. Sehr gut. Den fängt man wirklich um Mitternacht? Interessant. Also, höchstwahrscheinlich, ja. Ich kenne mal auch schon aus Sammlung Mitternachtskarpfen. Dieser schüchterne Fisch fühlt sich nur nachts wohl, ja. Und bringt aber nicht viel. Oh, warte mal, da kann man doch auch nachschauen, wie viel der normale Karpfen bringt. Wow, ein gewöhnlicher Teichfisch gefangen. 10 größte Fang, 99 cm, 30 Münzen. Der ist nichts wert. Verdammt. Ich hatte Hoffnungen. Und Träume.
Ah, die habe ich schon lange nicht mehr. Das habe ich schon aufgegeben. Ja, okay. Ich muss trotzdem mal irgendwas verkaufen. Gut, 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 gut. Und schnell in die Haie. Ja. Gerade so noch. Ja, gerade noch so geschafft. Wir haben ein bisschen was. Ja, ist gut. Nicht übermäßig viel, aber auch nicht wenig. Ja. So. Also, Wetterbericht. Wolkig und windig. Morgen. Und heute. Heute gutes Glück. Was ist da rein? Das rennt, das und das. Ja, den Brief noch kurz lesen. Hallo Elon, in einer Woche halten wir das Stern Stardew Valley Volksfest. Manchmal sagen sie Stardew Valley und manchmal Sternentautal. Können Sie sich irgendwann mal entscheiden? Nein. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen locken. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren. Wenn du willst, bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und die Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt um 9, verpasse es nicht. Okay. Ich nehme einen Diamanten mit, dass das mal klar ist, ja. Und Iridium-Sachen. Oh, Iridium-Herz könnte ich auch mitnehmen, ja. Nicht Iridium-Herz, Fisch mit Iridium-Qualität. Ach so, ja. Das ist doch logisch, hallo. Das brauche ich nochmal. Genau. Kohle, Hot und Eisen. Und irgendetwas abernten. Sieht nicht so aus. Okay, ich gehe ein bisschen Essen aus Farmen. Was Farmen? Eisenerz. Ah, ja. Das ist sehr wichtig, denn wir haben ja keins mehr. Yep. Und ich würde gerne eine Iridium-Spitzhacke bekommen. Da brauche ich auch erstmal Eisenerz. Ja. Und ja. Ja, so. Und ja. Wow, ich hatte ein Skelett und ich habe direkt einen Knochenschwertstufe 5 bekommen. 20 bis 30 Schaden, 4 Geschwindigkeit. Boah, okay. Das kann man wirklich einen Sperrfeuerangriff verwenden, das Ding. Ja, nicht schlecht, würde ich
behaupten. Ich hätte es halt nur gerne früher gehabt, aber ist okay. Ja. Das ist immer so. Das gute Zeug will man immer früh genug haben. Ja. Sollte auch in die Mine gehen und ein bisschen da weitermachen. Bist du auch schon beim Eisenerz oder bist du noch beim Kupfer? Ich bin beim Eisenerz. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Auberginen habe ich. Auberginen. Presslbeeren mal. Presslbeeren probieren. Ja, Presslbeeren. Ja, ich bin gerade am Überlegen, das Haus zu erweitern. Ganz ehrlich, mach. Oh, ich habe einen Diamant gefunden. Yay. Lassen. Oh, wir sind bei 32 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.